Metal, Leute, und herzlich willkommen hier zum achten Part mittlerweile von Draches Meinung. Wir sind bei der Handyhalterung. Ja, auch wieder ein sehr, sehr wichtiges und richtiges Thema. Ja, als allererstes möchte ich mich nochmal entschuldigen für meinen peinlichen Fehler mit der Zuckersteuer. Das war mir schon ein bisschen sehr unangenehm. Ne, dass ich die ersten sieben Folgen dachte, oh, irgendwann kommt die Zuckersteuer, das wird bestimmt super, und dann war es einfach der Zuckersteuer. Naja, diese Peinlichkeit überspielen wir einfach mal, indem ich die Mitglieder vorlese. Vielen lieben Dank an alle Wogger Level 5 und 10 Mitglieder, nämlich an den AMBX, an den Internet Kasper, Cute But Psycho, wir haben den Bert Kurt, die Bianca Gatzen Mulle, wunderbarer Name. Dann an die Wogger Level 10 Mitglieder, der Dono Metterling, wir haben Xenomorph, Buttergolem, ASB, Oberpfalzhelder, Brennender, Mikrowellen, Muffin und Soldier TV. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ja, Leute, ich weiß nicht, was man über eine Handyhalterung erzählen möchte. Das Video geht 10 Minuten. 10 Minuten. Ich weiß nicht. Ich denke mal, wird 4, vielleicht maximal 5 Minuten über diese Handyhalterung reden. Der Rest sind Hater und irgendwie anderes Zeug, worüber er wieder schwafelt. Aber wir gehen erstmal rein und gucken, was er zu sagen hat. Let's go. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Jetzt habe ich gerade noch eine Mail bekommen. Wartet mal eine Sekunde, das muss ich mal eben checken. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst. Er startet das Video und hat aber erstmal noch eine Mail, die er checken muss. Kann man das nicht rausschneiden? Kann man das Video nicht neu starten? Oh, wirklich, da fragst du dich, was hat der für einen Qualitätsanspruch? Das ist wirklich, es ist so lachhaft. Was hat der für einen Qualitätsanspruch, dass er wirklich das Video startet? Leute, ich habe ja noch eine E-Mail. Moment, die muss ich erstmal checken. Also wirklich, geil, einfach geil. Bum, brum, 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 brum. War irgendwas anderes. So, danke euch fürs Zuschauen erst einmal. Achso, Video ist jetzt vorbei, oder was? Danke euch fürs Zuschauen, ne? Macht's gut und tschüss. Hä? Was ist denn mit Rainer los? Also, okay. Oder erstmal hallo und willkommen. Ja, der ist ganz verwirrt. Rainer, mach mal ganz ruhig, ja. Wahrscheinlich wieder überarbeitet. Mach mal ganz ruhig, Rainer. Atme tief ein und wieder aus. So, und jetzt nochmal neu. Also, heute geht's um unter anderem dem hier. Fällt mir mal was ein. Alexa, Arbeitszimmer an. Alexa, Arbeitszimmer an. Die Frau, ne? Keine Frau auf der Welt hört auf mich. Wieso noch nicht? Ja, warum wohl nicht, Rainer? kann nicht an dir liegen, natürlich. So, also zunächst mal, das hier ist mein Handyhalter. Gibt's auf Amazon. Finde ich persönlich sehr praktisch, weil er ist kaum größer als ein Handy. Wobei, ein bisschen größer als ein Handy ist er schon. Und jetzt denken sich viele so, passt schon, mein Handy ist robust. Jetzt denken sich viele, ist es überhaupt möglich, damit ein Handy vernünftig zu halten? Weil das Teil sieht so ziemlich klein und zerbrechlich aus. Und ich sage euch, das Teil ist echt genial. Ich bin davon echt befriedigt. Da nie jemanden sagen hören. Ich bin von dem Teil echt befriedigt. Okay, gut. Ja, okay. Wenn dich das befriedigt, dann ist das schön. Falscher Spruch. Ich bin davon echt zufrieden oder damit echt zufrieden. Oh, ey, wirklich. Ich bin davon echt zufrieden. Also wirklich, Rainer, sammel dich doch mal. Geh doch mal in dich. Wirklich, du hast jetzt 3 gute Gründe, das Video neu zu starten. Du hast dich 2-3 Mal versprochen. Du hast den Anfang nicht richtig gemacht. Und du hast eine E-Mail gelesen. Also wirklich, mach doch das Ding noch mal neu. Genau. Also, man kann es einfach aufklappen. Man hat hier so Halterungen. Wenn man die aufklappt, die sind beweglich. Ja, also hier, die sind beweglich. So, und jetzt ist es natürlich, so ist natürlich der Winkel zu extrem. Würde man ein Handy so geht der Winkel natürlich gar nicht hinstellen,
würde es umkippen. Aber deswegen kann man es nochmal so machen. Das Geile an dem Teil ist, dass es nicht besonders schwer ist, nicht besonders groß ist. Man kann es leicht irgendwo verstauen, man kann es leicht irgendwo in den Urlaub mitnehmen. Oh Gott, ich mache hier ein Verkaufsvideo oder was? Mache ich natürlich nicht. Aber es ist halt ein richtig geiles Teil. So. Passt perfekt. Mein Handy ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Deswegen habe ich an meinem Handy oft das Problem, dass ich keine vernünftige Handyhalterung habe. Ich habe diverse und verschiedenste Sachen schon ausprobiert. Und ich habe leider nie die Möglichkeit, irgendwie ein Handy irgendwo einzupacken. Deswegen muss ich mir immer irgendwie überlegen, wie genau stelle ich das jetzt irgendwo irgendwie an, dass ich das Handy irgendwo unterbringe. Bei mir ist es relativ einfach, weil dadurch, dass das Handy hier so, dass die Funktion hier so einfach ist, kann man das jederzeit irgendwo hin machen. Man kann es weiter nach hinten machen, man kann es höher machen. Man kann es aber auch niedriger machen. Man hat wirklich viele Funktionen. Man kann es sogar ganz runter machen. Dann kann man es so, wenn das Handy zu schwer ist zum Beispiel. Also ich muss dazu sagen, mein Handy ist ja relativ schwer, aber die Halterung ist wirklich stabil. Also ich habe bisher noch keine Ermüdung davon festgestellt. Das ist sogar teilweise. Ermüdung davon festgestellt. Klingt wirklich wie so ein Verkaufsvideo. Noch keine Ermüdung festgestellt. Das ist super. Also 10 von 10 auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, Handyhalterungen sind schon ganz nett. Ich habe auch eine, die ich tatsächlich nie verwende, weil ich habe an meinem Handy hinten so ein. Das kennt ihr bestimmt, so ein. Wenn ihr an der Handyhülle hinten so ein kleines. Na hier, ich komme nicht drauf, wie es heißt. So eine kleine Halterung schon dran habt. Deswegen benutze ich meine Handyhalterung an sich nie. Ja, keine Ahnung. Also, ob man darüber ein Video machen muss, kann man sich, glaube ich, streiten. Weise, es erfordert schon ein bisschen Kraftaufwand, das zu verschieben. Ja? Also ist nicht so einfach. Hier vorne geht es ein bisschen leichter. Hier vorne geht es ein bisschen leichter, es zu verschieben als hinten. So. Faszinierend. Faszinierend, Alter. Bitte zeige uns mehr. Aber wenn man zum Beispiel weniger Platz hat, kann man es einfach so machen, dass es sich so festhält. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, kann man es so machen, dann ist der Winkel nicht ganz so steil. Und dann bleibt es hier so auf dem Tisch hängen. Das heißt, es kann nicht runterrutschen oder sowas. Und selbst wenn das Handy schwerer ist würde und es nach unten biegen würde, was ich bezweifle, dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass man es eben auf dem Tisch oder wenn man nicht so viel Platz hat, hier so abstellt. Und dann hat er, dann ist es fest, dann ist es stabil. Ja. Aber ich persönlich habe es oft in dem Winkel hier, weil es ist der perfekte Winkel, wenn ich es auf meinem Tisch stehen habe, kann ich das perfekt das Handy reinstellen und habe einen perfekten Blick auf mein Handy. Kann zum Beispiel perfekt TikTok schauen, kann perfekt Snapchat machen, kann perfekt Videos schauen drauf, wobei ich selten Videos auf mein Handy schaue, weil ich meinen Computer habe. Aber ich habe die Möglichkeit dazu. Ja, ist wie gesagt ganz toll. Ist halt eine Handyhalterung, muss man eigentlich kein Video drüber machen. Keine Ahnung. Aber weil er gerade sagt, er schaut kaum Videos aus seinem Handy. Also ich meine, ich habe auch einen PC, aber ganz ehrlich, ich gucke eigentlich fast nur Videos auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, also vor allem so, ich weiß nicht, ja, vielleicht liegt das auch an mir. Ich gucke fast nur am Handy YouTube. Naja, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ja, okay, Handyhalterung ist toll, hat Funktion, ist schick, alles gut. Bis jetzt finde ich das Video auch noch in Ordnung. Ich kann nicht viel kritisieren, außer halt den Fakt, dass ich es sinnlos finde, ein 10-Minuten-Video überhaupt über so eine Handyhalterung zu machen. Aber er präsentiert die Handyhalterung und hat noch nicht über Hater geredet. Das ist wirklich faszinierend. Also, das Video geht noch knapp 6 Minuten, aber ich bin schon mal verblüfft. Und ich habe viele andere Möglichkeiten. Oder ich kann zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit jemandem WhatsApp schreibe, das mache ich zum Beispiel mittlerweile im Stream oft, kann ich das Handy einfach so neben hinstellen, weil es dann viel Platz braucht, habe ich hier überall Platz am Rechner. Dann kann ich es einfach wohin stellen und kann einfach nebenbei ein bisschen tippen, merkt man gar nicht groß. Ja, kann man auch einfach auf den Tisch legen und dann tippen. Also macht jetzt auch keinen Unterschied. Außer wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde rumstehe in einem Game. Aber im Normalfall merkt man es ja, wenn ich jetzt mal kurz ein Hallo schreibe oder einmal ein kurz, ja, ich melde mich später oder ich bin im Stream oder sowas, dann einfach mal kurz, in meinem Fall kann ich das Handy auch mit meiner, ja, muss die Kamera, ich kann mit meinem Finger auch mit dem Handy, mit mein Handy auch mit dem Fingerabdruck steuern. Krasser Flex, Rainer. Das ist totaler Standard. Damit ist es perfekt, damit passt es, dann ist es optimal. Und das Coole ist, jetzt ist das Handy richtig drinnen, ne? Und ich kann einfach
Jetzt, dass es runterfällt. Ich kann es perfekt dann einfach direkt steuern mit dem Handy. Ich brauche also quasi bloß, wenn es steht, einfach bloß mit dem Finger hinten hingehen. Es ist an und ich kann es perfekt benutzen. Jetzt meine Meinung. Das war wirklich wie ein Verkaufsvideo. Habt ihr das gesehen? Die Haterfliege ist Gott sei Dank durch die Kamera geflogen. Ah, ich vermisse das. Ich vermisse die Schanzenvideos, ey. Ach, Mann. Es ist natürlich nicht. Ich will das Ding jetzt nicht andrehen, sondern ich will, das ist auch kein Product Placement oder sonstigen Scheiß, obwohl es praktisch wäre. Nee. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob dir jemand sowas anbietet, Rainer. Welcher Produkthersteller möchte denn mit dir in Verbindung gebracht werden? Nee, es ist, es geht wirklich erst einmal darum, dass eine Handyhalterung für mich immer so eine Sache ist. Ich war lange hin und her gerissen. Kaufe ich mir eine? Kaufe ich mir keine? Mache ich das nicht? Will ich das? Will ich das nicht? Ich habe in meiner Vergangenheit, ich bin ja jetzt. Ich bin jetzt über 30. So, mein erstes Handy hatte ich mit 15 oder mit 14, 14,5, 15 ungefähr hatte ich mein erstes Handy. Und damals waren die Handys, die man heute hat, die waren damals natürlich, ne, die haben noch nicht existiert, die gab es noch nicht. Das krasseste Handy war, als ich dann in die siebte oder achte Klasse kam, das war damals das Motor Racer. Das war damals total bekannt, weil es so dieses Club-Handy war, dieses ganz dünne Club-Handy, war sau cool. Motorola Racer war das damals. Oder so ähnlich. Und ja, es war damals halt so, dass ich die ewig überlegt habe und so weiter. Weil ich habe mir immer wieder neue, ich habe damals gab es diese, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, es gab damals diese Handyhalterungen, wo man hingestellt hat, das hatte so Füßchen, hatte es so ein Teil vorne dran und oben so einen Kopf und hatte so Hände nach vorne, als würde es das Handy umarmen, als wäre das Männchen, was die Handy umarmen würde und auf dem Schoß hätte, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was er meint. Ich kann ihm halt immer nicht folgen, wenn er irgendwas erklären will. Das kann auch gerne an mir liegen, aber ich weiß nicht, was er meint. Zum Thema alte Handys, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr damals hattet. Wisst ihr, was ich hatte? Sony Ericsson irgendwas. Keine Ahnung, was das war. 720 oder was? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall auch. Das war so ein Schinken, wirklich. Den konntest du auf den Boden kloppen und der Boden war kaputt. Ach ja, schön. Und das war eigentlich ganz cool, weil das sah cool aus und das hatte irgendwie Stil. Das Dumme ist nur, Handys passen heutzutage in sowas nicht mehr rein, weil die Handys damals schmaler waren und auch nicht so groß waren. Also ein Handy damals war vielleicht so groß und ungefähr so schmal. Ja, Ja, also Rainer, im Prinzip so eine. aber ganz ehrlich, du benutzt doch heute nicht noch diese Handys von damals. Junge, was konnten die denn? Die hatten vielleicht einen Taschenrechner, die hatten vielleicht zwei kleine Minispiele, du hattest nicht wirklich Internetzugang, du konntest eigentlich nichts mit den Dingern machen, außer wirklich anrufen. Also, Junge, also wer würde heute noch ein normales Handy einem Smartphone vorziehen? Ecke vom Handy war das damals. Es gab natürlich auch größere Handys. Es gab Handys, die hatten die Größe von einem Haustelefon. Aber im Normalfall waren die, vor allem die Nokias, ich habe ja noch ein 3310 da. Ich weiß nur leider nicht, was es ist, sonst hätte ich es mal geschaut. Aber, oder ich glaube, ich, glaub, ich habe es mittlerweile weggeworfen, weil es ist schon seit Jahren kaputt. Auf jeden Fall ist es so, es ist auf jeden Fall so, dass man hier, dass es nicht funktioniert. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das muss ich jetzt aber auch sagen an der Stelle. Also, das hätte man sich jetzt sparen können, den Monolog. Aber ja, gut. Aber ich muss es nochmal loben. Er hat immer noch nicht über Hater geredet. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht. Die Da war wieder die Haterfliege. Ah, da ist es schon wieder. ist auf jeden Fall verloren. Was passiert bei dir sehr, sehr, sehr oft, Rainer? Das ist wirklich, also, das muss auch echt schwer sein, Rainer zu sein. Wirklich keinen klaren Gedanken fassen zu können. Du lässt dich von jeder Sache ganz leicht ablenken und verlierst immer den roten Faden. Boah, muss das anstrengend sein. Also, genau, ich mag eigentlich keine Handyhalterungen, weil ob jetzt im Auto oder zu Hause sind Handyhalterungen. Zu Hause waren Handyhalterungen für mich bislang immer unnötig, weil ich habe einen Tisch, da lege ich es hin. Punkt. Aber ich muss sagen, vor allem seit ich meine Überwachungskamera auch am Handy und am Tablet immer benutze und auch seit ich neben YouTube, wenn ich streame, zwischendurch mal kurz eine Sprachnachricht an meine Freundin oder so schicke.
Ach ja, die Freunde ausdenken, natürlich. Da wird dann schneller mal eine Sprache geschickt. Hab dich lieb, Schmausi, Schmusi. Es ist traurig. Oder eine Textnachricht an meine Freundin geschickt. Es ist tatsächlich praktischer, seit ich die Halterung habe, weil das Handy hat den perfekten Winkel, um einfach mal zwei, drei Tasten zu drücken. Und ich kann es halt perfekt mit einem Knopfdruck bzw. mit einem Fingerabdruck direkt entsperren, was sehr praktisch ist und auch schon sicher ist. Ja, Handyhalterungen selber finde ich, wie gesagt, generell nicht so besonders. Die muss ich sagen, finde ich sehr gut. Ich bin da tatsächlich am Überlegen, ob ich mir mal schaue, dass ich mir noch eine zweite besorge, nur für alle Fälle, falls die mal kaputt geht. Und wie gesagt, das Beste an der Handyhalterung ist halt, so, und weg ist sie. Ist nicht mal so groß wie das Handy. Kann man theoretisch gesehen, wenn man eine Tasche fürs Handy hat, kann man schauen, ob man die vielleicht an die Tasche vom Handy mit dran macht. Hat man es immer dabei und man kann es jederzeit nutzen. Und selbst wenn man keine Tasche fürs Handy hat, man kann es auch mal in die Hosentasche stecken, weil es ist kaum größer als ein Handy. Beziehungsweise es ist ungefähr so groß, wie die Handys früher waren. So groß ungefähr war damals mein HTC. Nicht mein HTC, mein HTC war viel größer. Das hier ist ungefähr so groß wie damals mein Huawei. Mein erstes Huawei war das kleine. Das hat 80 € gekostet und es war ungefähr so groß wie das hier. Oder mein Samsung Corby war auch ungefähr in der Größe. Ja, also es ist nicht so groß, Rainer, wir haben das Ganze aber jetzt verstanden. Ja, also, okay, Handyhalterung, nice, gut. Hat er schön präsentiert, er hat frei vorgetragen, er hat Bilder benutzt, fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, also das Video fand ich gar nicht so schlimm. Wie gesagt, außerhalb des Faktes, dass man halt kein Video machen muss über eine Handyhalterung, außer es wäre jetzt ein Product Placement, aber ja, okay. Okay, mach mal weiter. Weil damals war es noch so, Handys sollten klein und kompakt sein. Alles klar. So. Aber Rainer, was ist jetzt der Punkt? Die Handys von damals, hatte ich ja gerade schon gesagt, die konnten vielleicht eine SMS schreiben, ein, zwei Spiele abspielen und du konntest damit telefonieren. Und das war's, Rainer. Gut, Musik hören konntest du vielleicht auch noch damit. Das war, aber dann reicht's auch. Heute mit den Handys kannst du, das sind Universalgeräte, Rainer. Natürlich müssen die ein bisschen größer sein, um alles da reinzubauen. Rainer, du kannst es als Navi benutzen, du kannst im Internet rumsurfen, du kannst jedes Zeug googeln, du kannst eine 4K-Kamera da drin verbaut haben, du kannst so viele Sachen machen. Natürlich sind die heute nicht mehr so kompakt gebaut wie damals. Beziehungsweise für das, was sie können, sind sie ja immer noch sehr kompakt. Ich meine, ganz ehrlich, solange du nicht irgendwie ein tabletartiges Handy hast von der Größe her, kannst du ein Handy trotzdem ganz, ganz easy in deine Tasche stecken und hast alles immer dabei, was du brauchst. Das ist halt wirklich krass. Also wenn Rainer mir erzählen will, dass das nicht kompakt ist, hat er wohl keine Ahnung. Das war es erstmal soweit dann auch von diesem Meinungsvideo oder für dieses Meinungsvideo. Hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert. In der nächsten Folge, worüber das sprechen wir in der nächsten Folge? Ja, bitte sag's mir, damit ich mich auch drauf freuen kann. Guck, und jetzt sucht er in seinem Zimmer so rum, so, ja, pff, ja, was liegt denn hier noch so rum? Ach ja, guck mal hier, Klopapier. Klopapier ist gut. Ach ja, das ist doch eine gute Idee. Wir sprechen in der nächsten Folge über Feuchttücher. Und meine Meinung dazu. Ja, und das war's. Toll. Ja, Leute, ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge. Feuchttücher. Das wird bestimmt sehr, sehr erbaulich. Ja, was soll ich sagen? Video war echt gar nicht so kacke wie sonst. Also, er hat nicht über Hater geredet. Ich bin wirklich verblüfft. Er hat, ja, wirklich über die Handyhalterung geredet. Wie gesagt, okay. Ich gehe. Nicht hatend meinen Weg. Nee, aber war wirklich okay. Naja, ja, vielleicht nächstes Video wieder. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut rein und ja, freut euch auf die Feuchttücher nächste Folge. Ciao, ciao.